Hey Freunde, euer Wizard am Start und heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Aber vorher brauche ich noch ein bisschen Tee. Lecker. Also meine lieben Freunde, die Geschichte beginnt auf einem weit entfernten Bauernhof irgendwo in Afrika. Es war ein zufriedener Bauer namens Hanky. Es ist nicht wirklich ein afrikanischer Name, aber er war auch nicht wirklich Afrikaner. Auf jeden Fall hat er sich in Afrika zur Ruhe gelassen und wollte einfach seine Farm an seinem schönen Fluss leben. Eines Tages wollte ihn ein Priester des Dorfes willkommen heißen und er erzählte ihn über Diamanten, dass ein Paar aus dem Dorf eine Diamantenmine gefunden haben und dass ein Diamant so klein wie eine Fingerspitze so viel wie hunderte von Bauernhöfen wert ist. Der Bauer wiederum, er weckte die Gier in sich und dachte sich, Diamanten, naja, okay, ich verkaufe jetzt einfach meinen Bauernhof und dann werde ich mir Werkzeuge besorgen und nach Diamanten suchen. Dann kann ich endlich das reiche Leben führen, was ich immer wollte. Und der Bauer tat es. Er verkaufte seinen Bauernhof an eine freundliche Familie mit drei Kindern. Die zogen ein und wollten einfach ein einfaches Bauernleben führen, was sie auch taten. Aber weiter mit dem Bauer Hanky, der den Hof verkauft hat. Er suchte über viele Jahre nach Diamanten, aber er fand nie welche. Er bohrte in Mauern rein, suchte in Höhlen, schurfte Steine, Dreck und viel Ungeziefer. Aber was er nie zu Gesicht bekam, waren Diamanten. War einfach sehr deprimierend für ihn und er war sehr frustriert, weshalb er sich im Meer versank. Aber gut, weiter geht es mit der fröhlichen und glücklichen Familie, die den Hof gekauft hat. Eines Tages ging der Mann mit seinem Sohn in den Fluss baden. Sein Sohn hebt einen Stein auf, der ihm sehr gut gefallen hat. Er war schwarz und glänzend. Der Vater fand ihn auch sehr hübsch und sie haben beschlossen, ihn auf den Kamin zu legen. Ein paar Tage später kam der Priester zu ihnen, um sie im Dorf willkommen zu heißen. Und als der Priester reinging in den Hof, sah er den Stein und konnte es nicht fassen. Er hat überhaupt nicht mehr das Haus. Er hat sein Leben nicht verbockt. Weil, er sagte zum Dauern, das ist kein Stein. Wo hast du das her? Der Mann sagte, den hat mein Sohn im Fluss gefunden. Ja, er ist sehr schön. Nein, der ist nicht nur schön, sagte der Priester. Er ist ein Rohdiamant und einer der größten, den ich je gesehen habe. Und alle treten durch. Und die Moral der Geschichte ist, man sollte immer bei sich selbst das Glück suchen und nicht bei anderen. Auch wenn es ein bisschen unlogisch ist, weil, ihr versteht schon, ich meine, wisst ihr, weil der Bauer, der das gekauft hat, hat den Hengst seine Farm gekauft und drum hat er jetzt tot und der reich und alles ist gut. Also schaut auf euch selber, vielleicht habt ihr eine Diamantenmine irgendwo. Metaphorisch gesprochen natürlich. Also, alles cool.